Moin! Das heutige Video stellt den dritten Teil der Kategorie dar, besser werden im Ranked. Und dieses Mal werden wir ebenfalls ein etwas emotionales Thema ansprechen, aber es mit Fakten untermauern, beziehungsweise werde ich euch das ein oder andere Spiel, beziehungsweise die ein oder andere Spielszene zeigen. Das Thema ist, wie ihr am Titel ablesen könntet, Never Surrender, also niemals aufgeben. Ich bin ja auch gleich ganz ehrlich und es gibt natürlich Situationen, wo viele von euch denken, boah, das geht nicht. Wir müssen auf jeden Fall aufgeben, das wird gar nicht, die Top-Lane ist gefeedet, unser AD-Carry ist übelst schlecht, wir surrendern sofort nach 20 Minuten. Ganz wichtig, wenn ihr Ranked spielt, tut dies bitte unter folgenden Bedingungen nicht. Klar gibt es Situationen, wo ihr sagt, da müssen wir aufgeben. Zum Beispiel, ihr seid Level 18 und habt einen Teamfight hinter euch gebracht und ihr braucht ganz einfach ewig, um wieder am Leben zu sein und bis dahin wird quasi eure Base überrannt. Das sind andere Gründe, warum man surrendert. Es gibt aber jene, wo man sagt, okay, das Spiel ist eigentlich noch gar nicht so weit fortgeschritten, es sind erst 20 Minuten vorüber, viele Türme stehen noch, kein Inhibitor ist down und viele Teammitglieder von euch oder ihr selber auch denkt, das war's. Wir sind so schlecht, lasst uns surrendern, lasst uns das nächste Spiel anfangen und einen Haken dran machen. Wenn ihr im Ranked seid, tut das bitte unter folgenden Bedingungen nicht. Ganz wichtig, es gibt drei Bedingungen, wo ihr wirklich noch eine ziemlich gute Möglichkeit habt, in das Spiel zurückzukommen bzw. ein Comeback zu erleben. Die erste Bedingung ist die AD-Carry-Wahl. Wenn ihr einen AD-Carry im Spiel habt, welcher enorm gut in das Late-Game skaliert, zum Beispiel eine Vayne oder ein Kog'Maw, dann gebt bitte nicht auf. Egal wie schlecht diese Spieler sind, beziehungsweise ihr Early oder ihr Midgame war, diese Charaktere, diese beiden, finden auf jeden Fall ins Spiel zurück, weil sie ganz einfach unglaublich gut in das Late-Game skalieren. Kog'Maw natürlich durch seine vielen magischen Schaden, durch die Quellen, beziehungsweise abhängig vom maximalen Leben. Und genau das gleiche gilt für Vayne, die natürlich ordentlich absoluten Schaden austeilt, durch ihren Silberbolz bzw. ihre Ulti und ihre Beweglichkeit skalieren unglaublich gut ins Late Game. Ganz wichtig, wenn ihr einen von diesen beiden Charakteren in eurem Team habt, gebt nicht auf. Gebt diesen bitte die Chance ins Spiel zurückzufinden bzw. falls ihr das seid, teilt eurem Team mit, nicht aufgeben. Ganz wichtig, ich komme noch zurück. Das wäre das eine. Also die Carries sind sehr, sehr entscheidend. Dann gibt es Charaktere, die auf natürliche Weise sehr gut im Late-Game skalieren. Wie zum Beispiel Sion, den man natürlich schon gefühlt seit 100 Jahren nicht mehr gesehen hat, weil er bekommt ja immer mehr HP, indem er Creeps bzw. auch Champions tötet. Und die beiden Klassiker wären quasi Nasus und Veigar. Veigar kann einfach problemlos sein Q-Farm, kriegt immer mehr AP, überragt dann natürlich andere AP-Carries und kann irgendwann mit seiner Ulti einfach einen Charakter komplett aus dem Spiel nehmen. Nasus genau das gleiche, er farmt sein Q und hat damit so starke Auto-Attacks, dass er ganz einfach sehr, sehr tanky sein kann und noch problemlos extrem viel Schaden raushauen kann. Ganz wichtig, wenn ihr einen von den beiden im Team habt, nicht aufgeben. Lasst diese Charaktere ins Late-Game bzw. ins Late-Late-Game kommen und ihr werdet es denen auf jeden Fall danken. Gut, und der dritte Grund, welcher wahrscheinlich häufiger auftritt und sehr, sehr positiv zu beeinflussen ist, ist das Team-Setup an sich. Dazu werde ich ebenfalls noch ein Video machen, aber dieser Punkt betrifft vor allen Dingen die Frage, gebe ich auf oder gebe ich nicht auf? Wenn ihr ein Team habt, welches sich natürlich am besten einen von den guten AD-Carries trägt, also welche enorm Late-Game stark sind, wie zum Beispiel Vayne oder Kog'Maw, gebt nicht auf, ganz wichtig. Aber wenn euer Team ganz einfach über massiven Flächenschaden verfügt, gebt nicht auf. Ein Amumu oder eine Morgana, egal wie schlecht sie sind, egal wie schlecht der Early Jungle zum Beispiel war oder wie schlecht Morgana quasi oder schlecht halt in der Mitte war, diese Charaktere finden ebenfalls hervorragend zurück, da sie natürlich durch den Flächenschaden so viel unnormal viel Schaden raushauen können und natürlich Teamfights auch am Ende stark beeinflussen. Amumu ist da das beste Beispiel für. Er wird natürlich meistens tanky gebaut, aber man kann im Late Game quasi weiter oder beziehungsweise mehr auf AP gehen und er zerreißt dann alles. Sobald er 3-4 Leute in seiner Ulti hat, ist es wahrscheinlich für das gegnerische Team ganz einfach vorbei. Und solche Situationen sind mit Amumu nicht so schwer. Beziehungsweise generell der AP hat sehr großen Einfluss auf das Spiel und wenn ihr ein Team-Setup habt, welches zum Beispiel aus zwei APs besteht, zum Beispiel aus einem Cannon und einem Morgana,
gebt nicht auf. Die Flächensprüche in League of Legends sind so dermaßen überlegen, wenn man es mit den Single-Target-Spells vergleicht. Klar sind diese meistens stärker, aber wenn man ganz einfach zwei oder drei Leute getroffen hat, kompensiert das massiv den Schaden bzw. das Verhältnis von Single-Target bzw. zu Flächenschaden. Das ist ein Riesenunterschied. Gut, und bevor ich euch jetzt noch weiter zulabere, gehen wir einfach mal in das Spiel rein, schauen uns einige Spielszenen an, wo man wahrscheinlich gedacht hätte, das gebe ich jetzt auf. Und wir werden gucken, wie das Team es geschafft hat, beziehungsweise, ich muss da immer noch dran denken, an diesen schönen Kommentar. Was ich gemeint habe ist, wir gucken uns jetzt Spielszenen an und wir werden das ein bisschen beurteilen, was denn noch weitere Bedingungen dafür sein können, dass man bitte nicht aufgibt. Gut, schauen wir uns das erste Spiel an. Der Hauptdarsteller wird auf jeden Fall Vayne sein. Wie ich bereits vorher erwähnt habe, ist sie natürlich extrem stark im Late Game und wir werden uns mal anschauen, wie sie sich ihren Weg zu ihrem Sieg gebahnt hat. Zunächst muss man sagen, dass es extrem schlecht für dieses Team aussah. Sie haben damit begonnen, den Blue Buff zu invaden und das ging natürlich fürchterlich schief. Und wenn man die Minuten weiterzählt, beziehungsweise ich hier etwas vorspule, wird man sehen, dass natürlich das violette Team das blaue absolut dominiert und diesen überhaupt keine Chance lässt. Man muss ja auch sagen, dass das blaue Team hier sehr viele kleine Fehler gemacht hat. Oft waren Champions ganz einfach alleine und wurden mehr oder weniger off guard erwischt, beziehungsweise die Teamkämpfe an sich verliefen einfach katastrophal. Und ich bin in diesem Moment ehrlich und die meisten hätten hier, inklusive mir, wahrscheinlich aufgegeben. Aber nicht dieses blaue Team. Denn sie haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, wir haben jetzt ein ziemlich schlechtes Midgame und ein verdammt schlechtes Early Game gehabt. Aber wir haben nach wie vor einen sehr, sehr starken Carry. Und wir werden mal hier in der Minute 30 das Spiel mal anhalten und mal vergleichen, was denn sich da für Teams gegenüberstehen. Zum einen hat das violette Team mehr als doppelt so viel Kills wie das blaue Team. Der Farm ist hierbei witzigerweise relativ identisch. Aber vergleicht man die AD-Carries miteinander, wird man feststellen, dass ganz einfach Sivir ein Core-Item mehr hat als Vayne. Gut, und zu allem Überfluss hat das violette Team auch noch den Baron-Buff. Also für das Blaue sieht's echt ziemlich finster aus. Aber das Motto dieses Videos lautet natürlich Never Surrender. Und jetzt schaut euch mal bitte diesen Teamfight an. Achtet vor allen Dingen darauf, wie genial sich Vayne verhält, beziehungsweise was für einen massiven Schaden sie rausdrückt, obwohl sie nicht viele Items hat. Wow, krass, oder? Das war doch schon mal nicht schlecht. Das blaue Team war natürlich durch diesen Teamfight absolut beflügelt und sie haben wahrscheinlich gedacht, okay, unsere Vayne ist gar nicht so schlecht, beziehungsweise konnte sie natürlich jetzt mit ihren Kills richtig gut nachziehen und sie konnte sogar ihren Gegner, die gegnerische Sivir also, einfach so mal am Tower erledigen. Gut, und jetzt müsst ihr bitte einen ganz kurzen Blick auf die Map werfen und ihr werdet feststellen, dass das blaue Team weder einen Tower auf der Top noch einen Tower auf der Botlane vernichtet hat. Das heißt, die waren so weit zurück, dass dies ihr erster richtiger Erfolg war. Darauf hat sich dieses Team natürlich nicht ausgeruht. Man kann schon Behauptungen anstellen, dass das violette Team natürlich etwas arrogant geworden ist, weil sie ganz einfach sehr gut gespielt haben, zumindest zu Beginn des Spiels. Und aber diesen Sieg, beziehungsweise diesen fast sicheren Sieg, nach und nach aufgegeben haben. Ein weiteres Indiz dafür ist ganz einfach der nächste Teamfight, wo Kayle schon den ersten Fehler gemacht hat und off guard erwischt wurde. Durch die vielen weiteren Kills ist es auch Vayne gelungen, sich mehrere Items zu holen und sie hat sich auch für das schwarze Beil entschieden, was natürlich die gegnerische Rüstung absolut runterschreddert. Gut, und hier kann man sehen, dass natürlich das violette Team sich immer noch in Sicherheit wiegt und wieder kleinere Fehler macht. Und jetzt schaut mal bitte, wie viel Schaden eine Vayne raushaut. Das ist nicht normal. Hier muss man auch dazu sagen, dass das violette Team extrem unkoordiniert vorgegangen ist und diesen Teamfight beinahe widerstandslos verloren hat. Gut,
Das blaue Team war also in der Lage, den gegnerischen Tower und den Inhibitor down zu kriegen und spielte aber dennoch ziemlich vorsichtig. Vielleicht war dies genau die richtige Wahl. Hier muss man aber dazu sagen, dass sie natürlich auf ihrem Rückweg erwischt wurden und der ein oder andere Trade erfolgt ist. Das ist aber gar nicht so wichtig, da es doch ziemlich ausgeglichen war. Das heißt, Darius konnte zwar am Ende den Fight für sich entscheiden, aber natürlich nicht alleine gegen diesen Tower bzw. gegen den Inhibitor vorgehen. Das bedeutet, er hat sich zurückgezogen und wir spulen jetzt zu dem Moment, wo das blaue Team den Sieg endgültig besiegelt hat. Wie man hier sehen kann, konnte das blaue Team problemlos den Baron machen und jetzt könnt ihr euch genüsslich zurücklehnen und diesen Teamfight mal beobachten und wieder das Augenmerk auf Vayne legen bzw. ihr gutes Placement und ihren massiven Schaden. Ein Turm des violetten Teams wurde zerstört. Das sah doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Also, das blaue Team hat sich zusammengerafft und hat sich ganz einfach auf ihren sehr, sehr Late-Game-lastigen Carry verlassen. Und das hat dazu geführt, dass sie das Spiel trotz eines sehr, sehr schlechten Earlys und eines sehr, sehr schlechten Midgames konnten sie es immer noch für sich entscheiden. Diese Partie war natürlich ein hervorragendes Beispiel, dass man ein Spiel auch gewinnen kann, wenn man laut den Kills bzw. auch teilweise im Farm weit zurückliegt. Aber es gibt auch Situationen, wo die Kills bzw. der Farm ziemlich identisch sind, jedoch die Push-Taktik eine völlig andere war. Das heißt, hier kann man sehen, dass die Basis des violetten Teams schon sehr angeschlagen ist und wir werden mal schauen, wie das Team trotzdem gewinnen konnte. Gut, man muss hier dazu sagen, dass der Teamfight für das violette Team zuvor eine herbe Niederlage mit sich trug, sie jedoch die Möglichkeit hatten, schnell zu respawnen und dadurch den Baron zu machen, um sich somit einen kleinen Vorteil dem blauen Team gegenüber zu holen. Nachdem sie dies getan haben, war natürlich die wichtigste Aufgabe die Verteidigung der Basis. Denn wie man hier sehen kann, ist von der violetten Basis eigentlich nur noch sehr wenig übrig. Selbst die Nexus Tower sind nicht mehr da, beziehungsweise können diesen nicht mehr verteidigen und er wird von den stärkeren Minions schon angegriffen. Hier muss man dazu sagen, dass das violette Team ein gutes Management betrieben hat, mit einer gesunden Mischung aus Basisverteidigung und natürlich der Verteidigung des letzten Inhibitors gegen das blaue Team. Selbstverständlich hat das blaue Team hier nach wie vor große Vorteile, weil sie natürlich mehr oder weniger Split pushen können. Das bedeutet, sie können einfach Inhibitoren angreifen, die natürlich nicht mehr von den Towern verteidigt werden. Dies wurde hier auch getan, aber der Teamkampf lief für das blaue Team, wie man hier sehen kann, richtig schlecht. Das heißt, Annie wurde sehr schnell aus dem Teamkampf genommen und das nächste Ziel, Varus, ging ebenfalls vergleichsweise schnell down. Und die übrigen Gegner waren natürlich ebenfalls stark, aber halt sehr, sehr tanky gebaut. Das bedeutet, sie haben vergleichsweise wenig Schaden rausdrücken können. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Kog'Maw im violetten Team war. Das Problem war nun, dass natürlich das violette Team nicht aus der Basis ausrücken kann und erneut mit der Verteidigung dieser beschäftigt war. Das heißt, das blaue Team war nach kurzer Zeit wieder komplett und hat es erneut versucht, die Botlane bzw. dessen Inhibitor und dessen Tower zu zerstören. Das violette Team hingegen ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen, war sehr geduldig und hat abgewartet, bis das blaue Team zuerst engaged. Dieses Team war aber so fixiert darauf, den Tower zu zerstören, dass Annie überhaupt nicht mitbekommen hat, dass sie sich auf sehr, sehr wackeligem Boden befindet. Das heißt, sie wurde sofort von den Breezern umgehauen bzw. stark gefokust und der Teamkampf war ebenfalls wieder sehr einseitig. Gut, nachdem auch dieser Teamfight erfolgreich bestritten wurde, hieß es erneut Basis verteidigen. Dies haben sie natürlich erfolgreich getan und sich gedacht, hey, Baron ist wieder da, los, lasst uns den machen, da das gegnerische Team natürlich noch nicht komplett wiederbelebt wurde. Das blaue Team hat natürlich während dieser Zeit gemerkt,
okay, wir müssen etwas vorsichtiger sein und die nächsten Spielminuten werde ich ganz einfach etwas vorspulen, weil beide Teams sehr vorsichtig waren und diese Partie natürlich nicht verspielen wollten. Das heißt, wir begeben uns sofort zum letzten Teamfight und ihr könnt hier beobachten, wie dermaßen koordiniert das violette Team vorgegangen ist, beziehungsweise wie der Fokus vonstatten ging. Gut, also erneut ein schönes Beispiel, dass man nicht aufgeben sollte. Hier war natürlich das violette Team nicht in Rückstand, aber die Base sah natürlich katastrophal aus. Aber sie wurde, wie man hier sehen kann, erfolgreich verteidigt. Gut, begeben wir uns nun also ganz geschmeidig in das nächste Game und dort werden wir feststellen, dass ebenfalls die Arroganz unser größter Feind ist. Denn in diesem Spiel ist das Problem, dass das violette Team sich zwar einen gigantischen Vorsprung, was die Kills angeht, herausgeholt hat und auch der Farm war etwas besser, aber dem Team hat ganz einfach die nötige Vorsicht gefehlt und sie haben das blaue Team stark unterschätzt. Das bedeutet, als es zum ersten Teamfight kam, hat sich das blaue Team ganz einfach gut verhalten, indem sie Ezreal beschützt haben. Zwar hat Amumu seine Ulti sehr gut platzieren können, aber sein Team hat ganz einfach nicht mitgemacht. Das heißt, der Fokus des violetten Teams war ziemlich katastrophal, da sie sich auf Cho'Gath gestürzt haben, der ohnehin einen Guardian Angel bei sich trug. Nachdem dieser wiederbelebt wurde, hatte das blaue Team ganz einfach die Möglichkeit, das Violette zu jagen und nach die wichtigen Teammitglieder auszuschalten. Das heißt, sie haben sich ganz einfach gut positioniert und ihre einzige Chance, in das Spiel zurückzufinden, genutzt und somit massiv die gegnerische Basis bedrängen können und den ersten Inhibitor zerstören können. Das Ungünstige für das violette Team war nun, dass sie aus ihren Fehlern nicht gelernt hatten. Sie hatten ganz einfach das blaue Team unterschätzt und ihnen ist erneut beim nächsten Teamkampf der gleiche Fehler passiert. Konkret bedeutet das, dass sie versucht haben, den Baron neu zu machen und haben dabei sehr viel HP verloren. Das bedeutet, das blaue Team hat ganz einfach auf sie engaged und konnte erneut Stück für Stück das gegnerische Team auseinandernehmen, obwohl sie wesentlich bessere Statistiken aufgewiesen haben. Zwar hatte das violette Team den Baron, aber das hat ihnen hier überhaupt nichts genützt und ihre Base wurde also nach und nach eingerissen, beziehungsweise der Nexus kann sich natürlich nicht selbst verteidigen. An diesem Spiel konnte man also gut sehen, dass man natürlich weit zurückliegen kann, aber auch problemlos ins Spiel zurückfindet, wenn man seine Chancen nutzt, beziehungsweise den Gegner auf eine bestimmte Weise oder auch mit dem sehr hohen Grundschaden seiner eigenen Charaktere überraschen kann und einfach Momente wie diese nutzt. Zweimal am Baron gewesen, zweimal den Baron verteidigt, beziehungsweise die Gegner so behumpelt, dass sie ganz einfach verloren haben. Gut, und das letzte Spiel soll etwas kürzer sein. Das bedeutet, wir werden natürlich ein Beispiel nehmen, wo es darum geht, dass ein AP-Carry ganz einfach einen sehr starken Einfluss auf das Late-Game hat, vor allen Dingen dann, wenn er sich auf Flächensprüche konzentriert. Denn diese sind, wie bereits im Intro erwähnt, sehr mächtig, beziehungsweise können ganz einfach ein Team an sich komplett auseinandernehmen. Zunächst kann man aber hier sehen, dass Ashe ganz einfach einen richtig coolen Move gemacht hat, indem sie mit ihrer Ultimate den Baron Buff stehlen konnte. Und jetzt müsst ihr euch bitte auf Karthus konzentrieren. Schaut mal bitte an, wie viel Schaden er eigentlich dem gesamten gegnerischen Team zufügt. Klar ist er gestorben, aber ich denke, das gehört auch bei Karthus ein bisschen dazu. Und jetzt müsst ihr sehen, dieser Teamkampf wurde natürlich mit Bravour gewonnen. Die Teamkämpfe zuvor waren jedoch eine einzige Katastrophe. Das heißt, das violette Team lag in allem zurück. Im Farm, in den Kills, die Base war stark angegriffen. Und nun haben sie ihr Spiel wiedergefunden, sind zurückgekehrt, konnten Türme zerstören, Inhibitoren und ganz einfach die Base schon ziemlich in Bedrängnis bringen. Zwar konnten sie den Nexus mit diesem Versuch noch nicht zerstören, aber wenige Momente später ist ihnen dies mit Bravour gelungen.
Gut, und wie ihr sehen könnt, ist es bereits Nacht geworden, da es natürlich sehr, sehr viele Teamfights waren. Die Nachricht, die ich aber übermitteln will, ist trotzdem ernst gemeint. Das bedeutet, versucht bitte in einem Spiel euer Selbstbewusstsein bzw. das Selbstbewusstsein eurer Teammitglieder so weit hochzuhalten und mit dem Gedanken ranzugehen, nicht aufzugeben. Never surrender ist das Motto und sollte auch im Ranked-Bereich auf jeden Fall bleiben. Klar gibt es diese Gefühle, wo man sagt, das war's, das, wir gewinnen auf jeden Fall nicht. Es gibt einfach Spiele, wo man denkt, das läuft so schlecht, lasst es uns ganz einfach beenden. Das ist das Beste für uns alle. Diese Spiele wird es auch immer geben. Aber es gibt eine gewisse breite Masse, will ich sagen, in den Spielen, wo ihr gesagt habt, okay, ich habe jetzt schon nach 20 Minuten aufgegeben und mehrere Teammitglieder haben sich auch, oder mindestens ein Teammitglied, das reicht ja schon, welche sich beschwert und sagt, hey, da ist noch was drin, lasst uns bitte nicht aufgeben. Und genau diesen Leuten müsst ihr ganz einfach die Chance geben, sich entfalten zu können, beziehungsweise versuchen, an euch selber und auch an andere zu glauben. Und das ist, glaube ich, der schwierigste Part, andere Leute zu motivieren, zu sagen, hey, du hast einen guten Charakter gewählt, spiel mit ihm weiter. Wir versuchen, dich ins Late Game zu bekommen und dann wirst du das andere Team ganz einfach zerreißen. Und wie ihr sehen könntet, ist ein Teamfight, beziehungsweise kann ein Teamfight sehr, sehr wichtig sein. Und auch die kleinen Momente sind die, die im Spiel ganz einfach die Entscheidungen bringen. Und auf diese muss man achten. Vor allen Dingen, der Baron ist wirklich ein Ort, wo sich ganz einfach Spiele entscheiden. Und da müsst ihr besonderen Fokus drauf legen. Wann geht ihr rein? Wann ist es sinnvoll, vielleicht den Baron versuchen zu stehlen? Wann lohnt es sich, wann nicht? Gut. Und der letzte Punkt, den ich euch mitteilen will, ist derjenige, wenn ihr in Führung seid, bitte verfallt nicht in Arroganz und bitte unterschätzt den Gegner nicht. Wenn ihr in Führung seid, versucht diese weiter auszubauen bzw. sicher zu spielen, weil ihr ganz einfach einen Vorteil den Gegner gegenüber habt. Versucht nicht, das Spiel möglichst schnell zu beenden, damit der Gegner nicht zurückkommt. Das kann eine Taktik sein, aber sollte trotzdem mit Vorsicht genossen werden. Gut, ich hoffe, ihr könntet in diesen besser werden im Ranked etwas lernen und ganz einfach nochmal reflektieren, okay, wie ist mein Spielverhalten und wie bin ich denn den anderen gegenüber drauf, wenn es darum geht, ein Spiel gerade zu verlieren beziehungsweise gerade dabei zu sein, den Gegner richtig fertig zu machen. Schaut auf euch selbst und dadurch werdet ihr, denke ich, auf jeden Fall besser. Ich wünsche euch eine entspannte Nacht beziehungsweise einen entspannten Tag, je nachdem, was ihr gerade tut, und ich wünsche euch viel Erfolg bei euren weiteren Spielen.